Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen 60 München und dem SVW in Wiesbaden. Endstand 3:2. Die beiden Trainer, Markus Kaczynski und Michael Köllner, darf ich begrüßen. Und natürlich bekommt unser Gast die ersten Worte zum Spiel. Ja, Glückwunsch an 1860 zum Heimsieg. Wir sind natürlich enttäuscht. Wir haben, glaube ich, gut ins Spiel gefunden, die erste Halbzeit. Immer wieder gefährliche Angriffe gehabt, gefährlich gewesen, nach Standards, 2-0 geführt. Kriegen dann insgesamt 3 Standardtore, dann noch den Anschluss kurz vor der Halbzeit. Haben bis dahin aber ein gutes Spiel gemacht. 60 hatte auch Möglichkeiten, auch Phasen gehabt. Also ich glaube, insgesamt ein ausgeglichenes Spiel. Aber ich glaube, wie wir auswärts aufgetreten sind, gerade in der ersten Halbzeit, war richtig stark. Und dann Anfang zweiter Halbzeit haben wir immer wieder leichte Fehler gehabt. Sind nicht mehr so stark im Spielaufbau gewesen, haben leichte Ballverluste gehabt. Dadurch auch immer wieder Möglichkeiten zugelassen und vor allen Dingen wieder nach einer Ecke ein Tor kassiert. Nach dem 3:2 dann abgefälschter Freistoß haben wir es am Ende nochmal probiert, nochmal alles nach vorne geworfen, haben nochmal 1-2 Möglichkeiten. Johannes Wurz nochmal eine dicke Chance, die kurz vor Schluss dran vorbeigeht. Ich glaube, dass das 3:3 in Ordnung gewesen wäre, ein ausgeglichenes Spiel. 2 spielstarke Mannschaften. Leider haben wir zu viel zugelassen und auch bei Standards nicht scharf genug gewesen. Und deswegen geht der Sieg heute an 1860. Vielen Dank. Michael, auch dich darf ich darum bitten, deine Meinung zum Spiel. Ja, vielen Dank. Wir sind natürlich sehr zufrieden, dass wir so eine starke Mannschaft zu Hause besiegen konnten. Ich glaube, Markus hat das ja richtig schon auf den Punkt gebracht. Es waren 2 starke Mannschaften, die sich heute gegenübergestanden sind, die sich nichts geschenkt haben, so wie ich eigentlich im Vorfeld erwartet habe. Dass es ein heißes Duell wird und ich glaube, wir sind schon gut ins Spiel gekommen. Wir haben 2 sehr gute Möglichkeiten gehabt mit Lex am ersten Pfosten gleich. Torwart gut hält, dann hat Neudecker eine Riesenchance, wo er den Ball dann im 16 eigentlich frei da hat und kann das Tor machen, verspringt der Ball dann. Und dann haben wir uns natürlich 2 Tore dann kassiert, auch über Standards. Wir wussten natürlich schon, dass wir in Wiesbaden offensiv vor allem viel Wucht hat in ihren Standards, dass sie in dem Punkt blank gefährlich sind und dann war das 2-0 dann. War diskussionswürdig, war jetzt abseits oder nicht. Und von dem her war es schon für uns eine ganz, ganz schwere Aufgabe, die wir dann heute zu lösen gehabt haben. Aber mit der Auswechslung von Wilsch und Staude dann im Spiel haben wir dann schon versucht, das Thema offensiver zu gestalten, wollten vor allem die beiden Sechser beim Gegner gut zumachen. Das ist uns dann, glaube ich, schon in der ersten Halbzeit dann besser gelungen. Aber in der Halbzeit dann nochmal mit ein paar Korrekturen, glaube ich, haben wir das dann sehr, sehr gut gemacht und haben dann den Gegner auch zu vielen Fehlern gezwungen. Wichtig war der Anschluss vor der Halbzeit noch, dass wir dann einfach nur merken, wir sind im Spiel. Wir können ja das Spiel auch mit unserem Willen, mit unserer Leidenschaft, mit unserem Teamspirit am Ende auch drehen. Und so ist es dann auch passiert. Schnell das 2:2 gefallen nach der Halbzeit. Und dann, glaube ich, haben wir schon immer wieder gute Möglichkeiten gehabt, mit den 3:2 dann sicherlich dann den entscheidenden Treffer erzielt. Und dann, glaube ich, war es dann eine Abwehrschlacht, wo wir dann zwar nicht so viel zugelassen haben, aber 2 große Chancen in der 77. und vor allem, das was Markus auch in der 87. von Wurz. Und dann wusste, wie der in der Verweigerung ist, denke ich, so heute könnte es dann klappen mit einem Heimsieg. Wenn der den Ball noch aus einer guten Position dann am langen Pfosten vorbei knallt, dass wir dann einfach das Spiel noch heimbringen. Und so war es, glaube ich, ein wichtiger Sieg für uns. Ein Sieg, der sicherlich glücklich ist, keine Frage, weil beide Mannschaften die Hand am Spiel gehabt haben, beide Mannschaften hätten gewinnen können. Und für uns war es natürlich wichtig, dass wir jetzt so ins neue Jahr starten. Mit einem Heimdreier, der extrem über den Willen produziert worden ist, der extremer über die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, dass wir heute WM Wiesbaden in der Tabelle überholen wollten. Das haben wir geschafft und jetzt haben wir glücklicherweise eine kurze Regenerationszeit. Dienstag geht es im Pokal wieder weiter, dann freuen wir uns auf den KSC zu Hause. Markus, seine Ex-Mannschaft, sein Ex-Verein und hoffen natürlich, dass wir denen so einen schweren Tanz wie nur irgendwie möglich bereiten können und vielleicht wieder eine Überraschung schaffen, um in die nächste Runde zu kommen. Ja, wir in Wiesbaden, gute Heimfahrt und dann eine gute Runde noch und alles Gute weiterhin. Danke. Danke, Michael. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen der Journalisten, da wir nur Fragen an Michael Köllner haben und die Gäste dann doch noch einen durchaus weiten Heimweg haben. Würden wir uns schon bedanken und alles Gute für die nächsten Spiele wünschen. Gute Heimfahrt. Vielen Dank, alles Gute für euch. Dann beginnen wir mit den Fragen von Thomas Nickel und 60er.de.
Michael, wie viel Rückenwind gibt das gedrehte Spiel heute für die nächsten Spiele? Ja, es gibt auf jeden Fall noch einen weiteren Rückenwind. Ich glaube, wir haben schon Rückenwind. Also wir haben vor dem Jahreswechsel mit den zwei Siegen auswärts, glaube ich, schon die Segel richtig in den Wind gestellt. Und jetzt bläst der Wind halt dann mit dem Rostock-Spiel nochmal kräftiger rein. Und es hat uns nochmal einen Schwung gefahren. Und heute natürlich, dass die Mannschaften 0-2, so wie wir in Belecker 0-1 aufholen müssen gegen einen Zweitligisten, heute haben wir 0-2 gegen einen richtig starken Gegner aufgeholt. Und das gibt uns natürlich schon nochmal Flüge auch. Und ich hoffe, dass es uns auch für Dienstag Kraft gibt, weil wir mussten heute schon ans Limit gehen. Und am Dienstag war dann jetzt kein leichter Gegner, sondern eine ganz, ganz schwere Aufgabe für uns. Und da hoffen wir natürlich schon, dass mit dem Sieg vor dem heutigen Spiel, mit dem gedrehten 3-2 nach einem 0-2 Rückstand, dass wir dann einfach auch am Dienstag richtig gut auf den Platz kommen. Du hast es vorher schon mal ganz kurz angesprochen, das 0-2 aus einer möglichen Abseitsposition. Hast du schon was gesehen? Kannst du schon genauer bewerten? Ja, ich habe es jetzt gerade am Fernsehen gesehen. Also wie gesagt, der Schiedsrichter hat aber das uns in der Halbzeit erklärt, dass dann Sauger entweder den Ball berühren hätte müssen, dass das dann wohl regelkonform war. Und zum Glück hat es jetzt keinen ausschlaggebenden Faktor heute gegeben, dass wir das 2-0 dann sich hier auf den Spielausgang ausgewirkt hat. Von dem her können wir das dann schon mit einem lachenden Auge am Ende hinnehmen, aber ich muss mir das selber nochmal schlau machen. Ich glaube aber, so wie der Schiri das gesagt hat, war das regelkonform, und dann muss man dem Schiri natürlich, der ist der oberste Wächter der Regel am Spieltag, da muss man natürlich dann den Schiri dann auch recht geben. Und eine Frage, die nicht nur 60er.de stellt, sondern alle Journalisten: gibt es bereits eine erste Diagnose bei Marius Wiltsch? Ja, Marius geht es jetzt ist nicht so schlimm. Also er hat sich die Patellasehne ein bisschen leicht gereizt. Also zum Weiterspielen war das jetzt, glaube ich, problematisch. Aber wir hoffen natürlich, also sowas jetzt die medizinische Abteilung, also unser Mannschaftsarzt Christian Wimmer, dann gesagt, das ist also eine Blessur, die jetzt sicherlich jetzt in den nächsten Tagen die Reizung abklingen wird. Und dann hoffen wir, dass wir Marius dann relativ früh wieder im Training wieder zurückerwarten können. Dann kommen wir zu den Fragen von Matthias Eicher von der Abendzeitung. Wie schafft man es, so ein Spiel nach 0-2 Rückstand, Geisterspiel, Tristesse und Eiseskälte noch zu drehen? Ja, mit viel Mentalität, glaube ich, mit viel Willen. Und das war uns im Vorhinein klar. Wir mussten heute die Willensleistung zeigen. Das war uns im Vorhinein bewusst jetzt auch. Und schade natürlich, wie gesagt, ich habe es gerade zum Ordner draußen gesagt, für mich als Trainer, ich habe, glaube ich, schon viele richtig geile Spiele im Grünwald erlebt. Und leider waren ganz, ganz viele ohne Zuschauer. Und da entgeben wir natürlich, weil ich glaube, heute wäre wieder das Grünwald explodiert. Und das ist der einzige Malus, den ich irgendwann einmal, wenn ich einmal zurückblicke auf meine 60er-Zeit, dass mir diese euphorischen Elemente jetzt von unseren Fans fehlen werden. Aber ich weiß, zu Hause haben ganz, ganz viele Fans uns die Daumen gedrückt, haben uns angefeuert von zu Hause am Fernsehen. Und ich glaube, das spürst du dann ein Stück weit auch, so wie wir das in Bele gespürt haben. Und das gibt uns auch immer wieder Kraft. Und glaube ich, die Mannschaft hat heute auch diese Kraft gespürt, hat aber selber eine immense Kraft entwickelt, um am Ende dann das Unmögliche, was eigentlich noch 0-2 gegen so eine starke Mannschaft ist, dann trotzdem ein Stück weit unmöglich, dass wir das Unmögliche dann am Ende noch hinbekommen haben. Wie wichtig ist Richie Neudeckers Können in solch engen und umkämpften Spielen? Ja, wir haben natürlich ein paar Unterschiedsspieler auf dem Platz. Die sind sicherlich unsere beiden Stürmer vorne. Aber vor allen Dingen, glaube ich, auch Richie und Keanu Staude sind natürlich Spieler, die den Unterschied ausmachen können. Von dem her haben wir heute auch relativ früh entschieden, dann nach dem 0-2 jetzt nicht einen 1-1-Wechsel zu machen für Wölsch, sondern dass wir da einfach, auch, so wie vielleicht im Trainingslager, dass dann Quirin Moll reinkommt, sondern wir wollten einfach die Pace erhöhen, wollten den Druck erhöhen und wollten einfach dann auch spielstark am Ende auch das Spiel auf unsere Seite ziehen. Das ist heute gelungen. Und umso besser, wie gesagt, weil wir auf der einen Seite wissen, dass wir genügend Möglichkeiten, also da einige genügen noch nicht, aber einige Möglichkeiten von der Bank kommen. Wir hoffen natürlich jetzt, dass Biancardi so schnell wie möglich wieder zurückkommt. Ja, heute jetzt hat das noch nicht in den Kader geschafft, weil wir eigentlich heute und gestern mit ihm einfach nochmal konditionell was machen wollten mit ihm. Wir hoffen, dass wir dann auch dem in den nächsten Tagen dann auch wieder in den Kader zurückbringen. Dann hätten wir eine Option mehr. Und so war es natürlich wichtig, dass wir auf der einen Seite von der Bank heute halt nochmal einen Schwung bringen können. Auf der anderen Seite war das, haben wir im Beleg natürlich auch, war das natürlich glänzend, das Trainingslager, dass wir einfach an unseren Standards arbeiten können. Und heute haben wir natürlich mit drei Standardtoren, glaube ich, schon die erste Ernte eingefahren, was wir in dem Punkt zu den im Beleg gesät haben. Und die letzte Frage von Matthias Eicher: Wer hat Ihrem Appell, mehr Verantwortung zu übernehmen, aus Ihrer Sicht am besten Folge geleistet?
Jeder, glaube ich. Ich glaube, die Mannschaft, ich habe mal ein Bild gesehen, die Mannschaft will einfach. Die Mannschaft hat einen immensen Willen und da kommt es jetzt nicht darauf an, dass jetzt einer vorangeht, sondern wenn jeder vorangeht, dann macht die ganze Mannschaft einfach einen großen Sprung. Und das haben wir heute gesehen. Weil was nützt uns das, wenn jetzt halt ein Stefan Seuger Verantwortung übernimmt, so der Rest der Truppe steht. Das hilft uns dann vielleicht einen Schritt nach vorne. Aber wenn alle einen Schritt nach vorne machen, dann machen wir 11 Schritte nach vorne. Und das, glaube ich, haben wir heute gesehen. Wir haben alle einen Schritt nach vorne gemacht, sowohl drinnen als auch draußen. Und das ist, glaube ich, essentiell gewesen für den Sieg heute, dass halt jeder einen Schritt nach vorne gemacht hat und wollte unbedingt, hat Verantwortung übernommen, natürlich auch bei den Standards, ob das jetzt Böcker hier Säuge ist, die wollten ein Tor machen, wollten der Mannschaft helfen und das war, glaube ich, heute ja der entscheidende Punkt ist gegenüber dem Gegner, dass wir dann, glaube ich, da in dem Punkt einfach einen Tick mehr Entschlossenheit, einen Tick mehr Willen auf den Platz gebracht haben und das am Ende, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt war, dass wir heute 3 Punkte zu Hause geholt haben. Oliver Griss von der Blauen 24 fragt, sind Sie stolz auf die Moral und was war heute der Wendepunkt? Ja, stolz natürlich. Ich glaube, das ist ja immer das, als Mannschaft, als Trainer versuchst du natürlich auf der einen Seite die Spielideen einzubringen, versuchst die Mannschaft auf ein Spiel einzustellen, auf der anderen Seite musst du die Mannschaft aber auch ja, in ihrem Sozialgefüge und vor allem jetzt auch in ihrem Willen und in ihrer Mentalität nach vorne bringen. Und ich glaube, die letzten Wochen waren da ganz, ganz wichtig, dass wir einfach in der Mentalität nochmal zugelegt haben. Das hat uns letztes Jahr ausgezeichnet. Und jetzt haben sich die Dinge ein bisschen verändert und die Mannschaft ja, geht da einfach einen großen Schritt selbstständig in die Richtung und ich versuche natürlich die Mannschaft da auch ein Stück weit zu unterstützen, bestimmte Themen auch zu befeuern und wie gesagt, von dem her bin ich natürlich schon stolz, dass wir heute auch so ein 0-2 am Ende, dass wir nicht zerfallen sind, auseinandergefallen sind, sondern am Ende alles getan haben, dass heute jeder Löwenfan zu Hause ja, einen glücklichen Samstag hat und sicherlich auch morgen einen glücklichen Sonntag hat. Oliver Griss fragt weiter, haben wir da auch die Tabelle heute schon im Hinterkopf? Nee, die Tabelle ist für mich völlig wurscht, so wie gestern jetzt haben für mich völlig wurscht war, oder heute Vormittag oder heute Mittag, was jetzt halt am Dienstag passiert, sondern für uns geht es einfach darum, wir wussten, es war ein brutal schwerer Gegner, eine immense Qualität, also was dann von der Banknummer reinkommt, die können sich erlauben, da vorne 1-1 frische Spieler zu bringen, dann kommt ein Nies und dann kommt ein Wurz, kommt ein Hollerbach, also da kannst du dann ein Taffertshofer ist da draußen, also brutal, auch wenn jetzt ein paar Spieler von ihnen fehlen, haben die enorme Qualitäten nachschieben können und trotzdem haben wir uns reingeschmissen, haben alles versucht, dass wir das Spiel heimbringen und das, glaube ich, war enorm wichtig und ich glaube, das ist am Ende auch, muss es auch in den nächsten Wochen uns beflügeln, ohne dass wir jetzt dann zu sehr den Blick auf Tabellen richten oder was passiert, wenn, also immer in diesem Konjunktiv leben, mach dein Ding, mach dein nächstes Spiel, mach das, was du jetzt beeinflussen kannst und das, was du übermorgen beeinflussen kannst und wir konnten heute das Spiel beeinflussen, das haben wir gemacht, mit Bravour, keine Frage, aber solche Energieleistungen werden in Zukunft aber auch nicht immer möglich sein, sondern ich hoffe natürlich schon, dass die Mannschaft am Ende nicht immer 0-2 braucht, um jetzt da oder in die Gänge kommt, sondern dass wir am Ende auch die Spieler von einer anderen Position besser wegspielen können. Aber am Ende haben wir halt 3 Punkte gezollt. Wir wollten am WM Wiesbaden vorbei, das haben wir geschafft. Und deswegen blauen Haken hinter die Spiel. Und ich bin ja, zu 1860% zufrieden mit dem heutigen Ergebnis. Dann eine Frage noch von Oliver Christi, aber auch mehrere Journalisten bewegt. Kommende Wochenende gegen Türkgücü München mit dem Corona-Ausfall heute. Haben wir kommendes Wochenende dann spielfrei? Wie ist deine Einschätzung? Also wer meine vorhergehende Antwort kennt, weiß, das interessiert mich jetzt eigentlich völlig überhaupt nicht. Sondern für mich geht es ausschließlich darum, dass wir gut regenerieren, dass die Mannschaft jetzt, die wir nicht gespielt haben, jetzt ja, noch nachholen jetzt mit Läufe am Gelände. Dass die anderen Spieler ausradeln, sich regenerieren und dass man am Ende am Dienstag so frisch wie es irgendwo geht, auf den Platz kommt und das zählt. Und was dann am Samstag ist, das können wir dann am Dienstag nach dem Spiel uns darüber unterhalten und dann auch nochmal Mittwoch, Donnerstag, Freitag, um uns mit dem nächsten Gegner, dann mit dem nächsten Auswärtsspiel am Ende zu beschäftigen. Kommen wir zum Spiel von heute zurück mit Christoph Leischpitz von der Süddeutschen Zeitung. Wie haben Sie Becker hier heute gesehen? Nicht nur wegen des Tores, hat er neues Selbstvertrauen getankt und wenn ja, wo? Ja, ich glaube, das sehen wir jetzt eigentlich auch schon vor dem Jahreswechsel am Ende auch in Dortmund ein richtig starkes Spiel abgeliefert hat. In Würzburg ein starkes Spiel abgeliefert hat. Also da kann ich nur mich an das
an das Tor erinnern, wo so Stefan Lex da, wo er auflegt hat, wo er den Ball dann super in die Tiefe spielt und er verteidigt wird richtig gut. Und ich glaube, wichtig ist immer, du musst solchen Spielern Vertrauen schenken. Und wir wissen, was wir am Semi haben. Wir wissen aber auch, dass Semi trotzdem noch ein junger Bursche ist, an dem wir arbeiten müssen. Und ich glaube, momentan sind wir zufrieden, vor allem sehr zufrieden. Vor allem heute auch, dass er sich auch wieder mit dem Offensivkopfball wieder belohnt hat. Am Ende hat er hinten auch wegverteidigt, hat sich reingeworfen. Und ich glaube, war nicht so einfach. Also vor allem jetzt lang vor, war schon schwierig, aber vor allem, wenn Niesen kommt, da mussten Säuger und Böcker hier vor allem die meistens gegen ihn gespielt haben, um ihn die Schwerstarbeit verrichten. Aber das gehört zum Abwehrspieler dazu, dass du halt dann defensiv dein Mann stehst und alles dafür tust, dass die Mannschaft und der Verein erfolgreich ist. Und dann noch eine Frage von ihm zu Merv Biancardi. Du hast vorher schon gesagt, ihr habt noch was ausprobiert. Ist Biancardi dann ein Kandidat für Dienstag? Ja, also ausprobiert aber nichts. Also da muss ich mal rein mal ausnahmsweise mal widersprechen. Wir probieren nichts aus, sondern am Ende hat er einfach 4 Wochen Pause gehabt und in den 4 Wochen fehlt einfach nur Trainingsrückstand. Und das hätte uns jetzt nichts gebraucht, wenn wir jetzt ihn heute auf die Bank setzen. Ihnen hätten dann trotzdem 2 Belastungstage gefehlt und von dem her war es wichtig, dass wir jetzt erstmal aufbelasten. Er hat die ganze Woche den Trainingsprozess einwandfrei mitverfolgen können, war da dabei und jetzt geht es einfach darum, dass wir die paar Prozent an konditionellen Rückstand, dass wir das jetzt in den nächsten Tagen so schnell wie möglich aufholen, dass er dann am Ende auch wieder ein vollwertiger Kaderspieler ist und dann wird er uns sicherlich auch so entweder von der Bank oder von Anfang an am Ende auch helfen, unsere Ziele zu erreichen und ich glaube, das ist wichtig. Es hätte jetzt halt nichts gebracht, dass wir jetzt den da draussetzen und er friert sich da draußen auf der Bank einen ab, sondern es geht schon darum, am Ende auch jeden Spieler in die bestmögliche Verfassung zu bringen, weil dann hilft am Ende nur uns und hilft dem Verein und deswegen müssen wir in dem Punkt einfach auch mit ihm dann jetzt auch schauen, wie weit reicht es dann wieder am Montag im Training und ich gehe schon davon aus, dass dieser spätestens zum nächsten Wochenende eher auf jeden Fall wieder ein Thema ist für uns. Und dann haben wir noch die Fragen von Uli Kellner vom Münchner Merkur, die zum Großteil schon beantwortet sind. Es ist noch die Frage offen, wie schmerzhaft ist die 5. gelbe Karte für den heutigen Kunstschützen Richie Neudecker? Ja, schmerzhaft sicherlich. Also jeder Spieler, der ausfällt, tut weh. Und, aber wir sind in der englischen Woche. Ich glaube, dann kann Richie am Dienstag Vollgas geben und kann dann die Woche drauf gegen Kaiserslautern wieder Vollgas geben. Also für ihn ist es jetzt nicht unbedingt so schlecht, sondern wir haben mit Keanu Staudi einen gleichwertigen Ersatz auf der Position und sicherlich auch andere Möglichkeiten mit Erik Talik, mit Linzbichler wie in Würzburg. Also die Optionen gehen uns da nicht aus und da muss man ein bisschen kreativ sein, flexibel sein, ein bisschen anpassungsfähig als Trainer sein. Aber natürlich für ihn schade, weil er jetzt in Schwung kommt, aber ich glaube jetzt für eine englische Woche, ich glaube, es ist ganz gut, dass er trotzdem wieder ein paar Tage mal zum Durchschnaufen hat. Lieber ist mir so eine gelbe Karte, so eine 5. gelbe, die hat immer wie so ein Damoklesschwert über einen schwebt. Jetzt hat er in der englischen Woche, also in einem normalen Rhythmus, da wo er sich eh erholen kann von Samstag auf Samstag. Also von dem her habe ich natürlich schon ein sehr, sehr trauriges Auge, ein weinendes Auge, weil Richie uns dann beim nächsten Pflichtspiel jetzt in der Liga fehlen wird. Aber auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, er wird dann, kann das in der englischen Woche, können wir das eher kompensieren, auch für ihn in der Erholungsphase, als wenn es jetzt in einem normalen Rhythmus passiert wäre. Und die letzte Frage für heute, wie breit ist jetzt die Löwenbrust vor dem DFB-Pokal-Hit gegen den KSC? Ja, die war vorher schon breit, also wer mich kennt und wer meine Mannschaft kennt, weiß, dass ich also kein zögerlicher Trainer bin oder ein zaudernder Trainer bin, sondern ein aggressiver Trainer, der gewinnen will. Von dem her wollen wir eins machen, wir wollen auf jeden Fall KSC einen schweren Tanz bereiten, ein schweres Spiel präsentieren und dann müssen wir schauen, für was am Ende reicht. Da brauchst du Glück, so wie heute, so wie vorher schon gesagt, in der 87, dass es am Ende eine 3-3 ausgeht, sondern dass wir das Spiel heimbringen, das werden wir am Dienstag auch brauchen, wir werden Glück brauchen, wir werden aber unsere eigene Qualität brauchen. Und ich hoffe, dass wir die bis Dienstag hinbekommen, dass wir frisch sind, einigermaßen, KSC hat auch eine englische Woche, also ist ja kein Wettbewerbsvorteil für irgendeinen, sondern beide müssen am Dienstag auch wieder nach wenigen Stunden wieder ran und ich hoffe natürlich schon, dass wir das am Ende auch hinbekommen und dass wir mit dem großen Spirit, mit dem großen Willen auf den Platz gehen und am Ende eins schaffen, ja die nächste Runde zu erreichen. Das ist Ziel im Pokal, wir können nur gewinnen, wir haben jetzt schon was geschafft, das wir uns eigentlich vorher dann keiner zugetraut hat, dass wir 2 Runden überstehen. Und wir wollen natürlich auch die 3. Runde so lösen, im Idealfall wie gegen Schalke zu Hause, weil es war ein stabiles Spiel, ein gutes Spiel und Elfmeterschießen in der 1. Runde ist eher für Glückssache. Aber ich glaube, so wenn wir gegen Schalke zu Hause gespielt haben, waren wir auf jeden Fall der verdiente Sieger über 90 Minuten. Und das wollen wir schon, dass wir am Ende eins machen, unsere Leistung auf den Platz bringen und dann wird es sicherlich auch vom KSC abhängen, wie weit das Spiel dann, wie das dann am Ende ausgeht.
Dann vielen Dank an dich, Michael, und vielen Dank an die Zuschauer bei Löwen TV. Allen schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Servus.